Dirk, du deckst den Tisch. So. Ist das dein Ernst? Auf Backblech und dein PC? Ja, was denn? Geschirr war dreckig. Kein Geld, gerade Neues zu kaufen. Du weißt, wir haben mitten im Monat irgendwann und Arbeitsamt zahlt halt erst Lohn. Du weißt es ganz genau. Ja, waschen oder spülen? Ja. Duschgel war halt leer. Was ist das? Protein Powder. Wieso ist das da drauf? Jetzt sag mir mal, wie soll ich denn damit essen? Ha? Ach so, ja. Sorry. So, ne? So, ja? Ey, du kannst mir schon doch noch das Fleisch nehmen. Ich muss schon in Sitzen pinkeln. Dirk, Detox. Ich hab gehört, von Soja bekommt man Brust. Uschi, weißt du was? Ist meins. Nimm. Wenn wir an Soja denken, denken wir insgeheime an. Nein, das sind die falschen. Denken wir genauso an diese hier. Und Hormonschwankungen wegen der Phytoöstrogene und damit einhergehendes Krebsrisiko. Um euch bestmöglich aufzuklären zu können, damit ihr eure eigene Meinung bilden könnt, ob es Sinn macht, Soja zu verzehren oder eben nicht, fangen wir mit Metastudien an, die sich aus ganz vielen Studien zusammensetzen zum Thema Soja. Hier wurden über 600.000 Probanden inkludiert und dessen Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und auf Krebs zu belichten. Wie immer gleich spielt der Strich. Unter 1 heißt mehr Soja, weniger Krebs. Ist der Strich über 1, mehr Soja, mehr Krebs. Ist der Strich auf 1, korreliert Sojakonsum nicht mit einer gewissen Pathogenese, zum Beispiel Krebs. Wie wir sehen, ist das der Strich unter 1, und zwar knapp, aber immerhin. Damit zu werben, dass Soja jetzt Krebs bekämpft, wäre hier an dieser Stelle definitiv sehr ambitioniert. Aber immerhin, je mehr Soja, desto weniger Krebs. Das gleiche Phänomen lässt sich auch auf das kardiovaskuläre Risiko aussprechen. Je mehr Soja, desto weniger Fälle. Die allgemeine Sterblichkeitsrate sinkt schon merklich bei dem Verzehr von Soja in dieser Metastudie. Also von Gesundheitsgefahr fehlt hier jede Spur bei über 600.000 Probanden. Kommen wir zu den Flavonen. So, nun. Wie den Bösewichte rücken wir einmal auf die Pelle. Den Flavonen, den Isoflavonen. Diese sind sekundäre Pflanzenstoffe, die unseren Östrogen sehr ähnlich sind und damit für viel negative Publicity gesorgt haben. Doch ist dies wirklich gerechtfertigt? Mach jetzt! Auch eine Meta-Analyse von 2016 über 17 Studien konnte keinen Zusammenhang zwischen dem Darmkrebsrisiko von Isoflavonen feststellen, eher das Gegenteil war der Fall. Jene wirkten sich positiv gegen Krebs aus. Gerade Brustkrebs ist immer wieder ein Thema. Dazu ist vorab zu klären, wieso zu viel Östrogen Brustkrebs beim Mann oder bei der Frau fördern könnte. Östrogen ist dafür verantwortlich, dass sich Brustgewebe, genau genommen Drüsengewebe, proliferiert, das heißt teilt. Je mehr Teilungen stattfinden, desto höher ist die Chance auf eine Fehlteilung und eine Mutation und damit auch auf Krebs. Sehen wir hier in Abbildung A plus B. Es ist einleuchtend, dass Frauen, die zu viel Östrogen haben, das Weiblichkeitshormon auch sehr weiblich sind und Kurven haben. Individuen, die eben mehr Testosteron haben, eben weniger Brustgewebe. Deswegen haben auch Menschen, die Steroidkonsum betrieben haben, nach dem Absetzen vermehrt mit Brustgewebe zu schaffen, da der Körper das zugeführte Testosteron nicht mehr hat und ständig Östrogen gebildet hat, um dies wieder auszugleichen. Setzt man ab, produziert der Körper weniger Testosteron, aber der Östrogenspiegel ist immer noch hoch, so bekommt ein Mann ebenfalls auch Brust und im schlimmsten Fall auch Krebs. Es gibt drei Haupt-Isoflavone: das Diazin, Genistin und Lizitin. Entschuldigung, habe ich nicht aufgepasst. Kannst du nochmal sagen? Wie ähnlich sich das Östrogen und die Isoflavone sind, sehen wir hier. Ich meine, jetzt kommt das Paradoxon zustande. Da wir nun wissen, dass zu viel Östrogen, ja, zu viel das Drüsengewebe zu Teilung beflügelt und die Rezeptoren dauerhaft besetzt werden,
ist der Weg der Medizin, dies zu blockieren, mit sogenannten Aromatasen-Inhibitoren, zum Beispiel Tamoxifen. Diese blockiert die Östrogenrezeptoren, sodass kein eigenes Östrogen mehr andocken kann und keine Teilung inklusive Fehlteilung mehr passieren könnte. So sinkt das Krebsrisiko und die Teilungsfähigkeit dessen und des Krebsgewebes. Da wir aber gesehen haben, dass Östrogen und die Isoflavone sich sehr ähnlich sind und die Isoflavone aus dem Soja ebenfalls an die Rezeptoren andocken können, würde das ja heißen, mehr Brustkrebs durch Sojakonsum. Als allererstes ist sehr interessant zu wissen, dass Soja nicht gleich Soja ist. Der Isoflavonanteil und damit die pflanzliche Östrogenvariante sehr stark variiert. Europäisches hat sehr wenig davon, koreanisches zum Beispiel sehr, sehr viel. Wusstest du das schon? Nein, dann schreib mir doch einfach gerne mal einen Kommentar. Du sollst jetzt machen. In einer Studie mit Frauen, die Brustkrebs hatten und jene mit Östrogenblockern wie Tamoxifen behandelt wurden, so wie oben schon beschrieben, zeigten erstaunliche Ergebnisse dank Soja. Das ist jetzt sehr, sehr spannend. Uschi, komm schnell! Die wenig Diazein, das kennen wir alle schon, das ist das Ivoflavon aus dem Soja, gegessen haben oder halt eben medium viel, das heißt mittel viel, erlitten viel häufiger an wiederkehrenden Krebserkrankungen. Die Gruppe, die viel konsumiert hatte, erlitt messbar weniger an Krebsrückfällen. Da diese Studie etwas klein war, hier noch eine Metastudie zu Brustkrebs und Sojakonsum mit über 72.000 Probanden. Das Interessante ist noch, in der Studie, so zeigte man, wie hoch qualitativ pflanzliches Protein sein kann. Es zeigt das gleiche Proteinqualität wie rotes Fleisch, Rind, sehen wir hier. Und eine ca. 3,5 so hohe Wertigkeit wie Weizen. Damit sind vegane Ersatzprodukte auf Weizenbasis eher als minderwertig einzustufen in Bezug auf Proteinqualität. Das Interessante zu sehen ist, dass Sojabohnen am meisten enthalten, aber Öl zum Beispiel überhaupt keine Isoflavone enthalten und Tofu zum Beispiel 8-mal weniger schon als die Sojabohne. Ja, und Tempeh so gut wie gar nichts mehr. Auch die Milch hat sehr, sehr wenig davon, von den Isoflavonen. Tempeh ist ein Fermentationsprodukt, welches übrigens sehr, sehr köstlich schmeckt. Die ganz klar selben Ergebnisse kamen, dass Sojakonsum das Brustkrebsrisiko senkt, diese Studie. Auf zwischen 4 und 8 und über 8 Gramm Sojaprotein sehen wir, hatte den niedrigsten Wert, das heißt unter 1, und damit korrelierte am stärksten mit der Aussage, je mehr Soja, desto weniger Brustkrebs. Auch immer wieder weitere Meta-Analysen aus 35 Studien zeigten, je mehr Soja, desto weniger Brustkrebs. Doch wie kann das sein? Das ist ziemlich logisch. Da wir nun wissen, dockt die Isoflavone ebenfalls an die Östrogenrezeptoren an des Körpers. Gleichzeitig wissen wir aus Studien, dass vermehrter Östrogen zu Brustkrebs führt. Die Schlussfolgerung muss sein, das pflanzliche Östrogen wirkt deutlich geringer und blockiert das körpereigene, so wie der Arzneistoff es tut, den Ärzte mit großen Nebenwirkungen verschreiben. Aufgeklärt wird diesbezüglich aber nicht, wie sinnvoll doch Sojakonsum sein könnte bei Brustkrebsrisiko. Traurige Welt. Zunächst kann ich erstmal Entwarnung geben, Soja beim Mann. Soja scheint keinen signifikanten Einfluss auf die Männlichkeitshormone zu haben. In einer Metastudie aus 32 Quellen, die bis zu 150 Gramm Isoflavon, ca. 100 Gramm pure Sojabohnen am Tag aßen, zeigte sich ein Trend, in dem die Kontrollgruppe sogar noch weniger Testosteron aufwies als in der Sojagruppe aus den Studien. Auch das SHBG, Sexualhormonbindendes Globuli, welches ein Transportmittel darstellt für Testosteron und damit als Indikator dient, wie viel freies Testosteron sich im Mann befindet, zeigte keinen Einfluss. Da sich Testosteron und Östrogen wie in einer Art antagonistisches Verhältnis verhalten, lässt sich darauf schließen, dass Soja auch keinen großen Einfluss auf die Östrogenkonzentration beim Mann haben kann. Denn wenn dies steigen würde, würde auch sein Testosteron im Blut steigen, um dies wieder auszugleichen. Aber verifizieren wir das Ganze nochmal in den Studien. In der Studie im letzten Jahr wurde Probanden Whey-Protein, Sojaprotein und einer dementsprechenden Kontrollgruppe dies gefüttert. Zunächst wurde die Stimulierung für die östrogenzuständigen Gene gemessen und man sieht hier bei beiden Whey und Soja steigt es vereinzelt an.
Dies korreliert aber nicht mit dem Östrogenspiegel, denn pflanzliches Östrogen wirkt deutlich schwächer, was wir hier jetzt sehen werden. Wir sehen hier in der Placebo-Gruppe sowie in der Sojaproteingruppe, dass der Östrogenspiegel sogar gefallen ist. Nur in der Whey-Proteingruppe steigt der Östrogenspiegel sogar bei den Probanden noch an. Hier sieht man aber auch, wie wunderbar unser Körper funktioniert und verifiziert meine Aussage zuvor. Da wir hier einen Abfall des Östrogens in der Sojagruppe haben, haben wir auch einen leichten Abfall des Testosteron, um dies wieder auszugleichen und im gleichen Verhältnis zu halten. So haben auch in der Whey-Proteingruppe das Östrogen, ne, steigt an, so auch das Testosteron, um dies wieder auszugleichen. Daher immer vorsichtig mit Werbeversprechungen, so gibt es einen tollen Artikel, die beleuchten, wie Testosteronspiegel durch Whey-Protein steigt. Und alle kaufen es. Doch dass dies keinen Einfluss hat, da dein Östrogenspiegel zu gleichen Teilen steigt und der einzige Grund, wieso dein Testosteron steigt, jener ist, weil das Östrogen eben erhöht wurde, das sagt dir dann dementsprechend keiner. Auch in der Expression von Genen, die für den Muskelaufbau zuständig sind, kann der Soja, das Soja deutlich gegen den Whey anstinken. Zusammenfassung. Soja und dessen Flavone scheinen in Studien einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System zu haben. Und auch verringerte es das Brustkrebsrisiko und besetzte die Östrogenrezeptoren mit Phytoöstrogen, den Flavoinen, die aber neulich deutlich schwächer wirken als die körpereigenen. Es kam zu keinen signifikanten Testosteronschwankungen wie Anstieg von Östrogen bei Männern durch Sojakonsum. Kritik, es gibt keine Studien, die das auf die Spitze getrieben haben, mit ca. 500 Gramm Soja am Tag etc. Doch scheinen diese auch nicht wirklich notwendig zu sein, denn niemand konsumiert diese großen Mengen Soja über einen gewissen Zeitraum. Für den Verzehr, der sich im Rahmen hält, gibt es die Studienlage momentan einfach nicht her und keine negativen Effekte in Bezug auf Sojakonsum und Mensch. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ebenfalls einen Kommentar da lässt und den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Und ebenfalls mich wiederzusehen gleich auf vitasomal.de, meine Liebe, mein Supplements und Tees. Mit 4- bis 5-fach höherer Bioverfügbarkeit würde ich mich sehr freuen, euch dazu gleich zu sehen auf vitasomal.de. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Veganer. Ciao.